Willkommen zurück zu Stardew Valley! Fast nein, Konrad, nein! Das habe ich doch gerade bestellt. Kannst du mir das geben, Konrad? Ja, tu es mir in die Kiste. Ja, ja, ja. Danke. Ach so. Oh, es riecht nach Geld! So, also ihr wollt noch Sashimi, sagt ihr? Ja. Zum Beispiel Herzmuschel-Sashimi. Irgendwie sowas. So, dann guck ich mal, ob ich noch ein paar Lebenselixier trinke. Bauen kann. So, ich habe jetzt den Kühlschrank leer gesashimit. Mhm. Wir haben nur wieder einen Auftrag. Post. Dank des Ektoplasmas, das du mir geliefert hast, ist mir ein großer Durchbruch auf dem Gebiet der geheimnisvollen arkanen Technik gelungen. Beiliegend findest du Baupläne für eine äußerst nützliche Maschine. Mini-Obelisk. Nice. Ah, noch mehr Post. Aber noch ein Nautilus-Schild. Energietonikum. Alex, entschuldige, nice, dass ich schon wieder störe, aber ich brauche einen weiteren Gefallen. Ich habe einen neuen Hammer und würde ihn gerne an verschiedenen Metallen ausprobieren. Könntest du mir einen Eisenbarren schmelzen und vorbeibringen? Klar. Das können wir locken. Also gut, es wurde bestellt, dass die Kiste ist voll. Ich tue es in die Community Center Kiste. Die ist auch ganz schön voll. Haben wir noch ein Nautilus Shell? Zufällig? Ja, in der Kiste, wo ein Ei drauf ist. Okay, danke. So. Wofür sind denn Perlen gut? Kann man die auch direkt verkaufen oder bewahren wir die auf? Kann man verkaufen, verschenken. Oh, wir können uns so einen Ring bauen. Kann ich mir einen Ring bauen? Hä, ich denke, wir haben kein Iridium dafür. Wir haben 25 Iridium-Erz und 6 Iridium-Barren. Ah! Von mir aus kannst du dir so einen bauen. Danke. Dann geht's gleich an die Mine. Irgendwo Solar-Essenz? Die hat Johann wahrscheinlich gerade eingesammelt, ne? Ja. Für den, ich hatte drei. Für den ich leg dir die wieder in die Monstertruhe. So, ja, sind noch ein paar. Danke. 16 Stück. Achso, Timo, war was zu ernten in deinem Fasskeller-Ding? Nee, nee. Nee, schade. Okay. Wir brauchen noch, auch noch vier Solar-Essenz. Ich hab drei im Inventar. Das reicht nicht. Wo ist das Galaxy Sword? Warte mal, Caroline. Aber in der Minentruhe müsste noch was sein. In welcher Truhe? Wie heißt in der Caroline? Mine, in der Truhe. Welche ist nochmal Caroline? Ah, okay. Ich glaube, ich habe da immer einfach alles reingeschmissen. Achso, bei Pierre, in der ist Frau. Pierre, ich muss zu deiner Frau. Mittwoch Ruhetag? Was? Ah, ich gebe dir gleich Ruhetag. Grrr, ich wollte doch nur eine Kristallfrucht vorbeibringen. Was mache ich mit dieser Perle? Verschenken? Verkaufen meine? Ja, Mann, ich glaube, das mit der Mine machen wir am besten morgen, oder? Wir könnten ja, wenn, jetzt erst los. Ach so. Okay, weil ich wollte erstmal noch zu Clint und ihm. Ach so. Ja. Eisenbarren und noch ein paar Geoden kaputt machen. Also, falls jemand Lust auf Angeln hat, ein paar Störe brauchen wir noch. Schon wieder? Ich habe ja noch einen Störteich gebaut letztens. Was machen wir eigentlich mit den Dinosaurier-Eiern am besten? Ein. Eis. Mayonnaise. Mayonnaise. Mayonnaise? Mayonnaise? Machen wir verkaufen. Das hört sich ja grausam an. Gut, ich dachte immer, die Dinos wären ausgestorben wegen so einem komischen Meteoriten, aber jetzt bin ich mir sicher, die sind ausgestorben, weil Efi die ganzen Eier eingesammelt hat und zu Mayonnaise verarbeitet. In der Mine ist keine Solar-Essenz. Okay, dann hat über jemand mitgenommen. Hey, das ist der Eisenbarren, den ich wollte. Er sieht solide aus. Die perfekt ist ganz unten in der Mine. Danke, Alex, ich weiß das zu schätzen. Nee, das kriegt man auch auf 50 von den, oder unter 50 von diesen Geistern. Okay. Also da hab ich die her. Ich habe auch noch drei in die Monsterkiste. Okay. Okay. Nur eine kriegen. Ich fand es nicht, dass heute Ruhetag ist. Haben wir noch einen Eisenbaum? Es waren noch welche in der Kiste vorhin. Ich habe einen abgegeben eben. Ja. Was mache ich mit dieser Perle? Tue ich dir die Kiste zu verkaufen? Ich weiß es nicht.
Also sie wird nicht fürs Community Center gebraucht. Hier ist gerade das Schwert und die Gold-Pickaxe. Wollt ihr die nicht nutzen? Oder? Ja, ich nehme die gleich, ne? Ich wollte erstmal hier nur die Geoden dann zu Ende prozessieren. Ich habe auch die restlichen Dinger da reingeworfen. Ja. Sven, die Reusen, die du gebaut hattest am Strand, ne? Kommen die dann wieder, wenn der Nachtmarkt vorbei ist, oder sind die jetzt gelostet? Die sind immer wieder da gewesen nach irgendwelchen Events. Okay. Warum? Ja, ich dachte, ich ernte die mal gerade ab, aber sie sind nicht da. Also gut, Leute, wir gucken uns mal das neue Gebäude an, was wir jetzt freigeschaltet haben. Auf unserem Hof. Gucken, ob ich das finde. Ah, hier vielleicht nochmal in den einen oder anderen Mülleimer reinduschern. Wenn gerade keiner guckt, die Leute finden das ja immer nicht so cool, wenn sie einen dabei erwischen. Aber die guten Leute lassen sich nicht erwischen. Jetzt habe ich extra mein Schwert und meine Spitzhacke weggegeben und dann gehen die Geige die hier. Katze. Ja, das kommt. So, was ist das denn hier? Aha, guckt euch das mal an. Na? Das ist das Gewächshaus hier. Und die hat man in der Mitte Anbaufläche. Timo! Ach, wir haben einen wichtigen Auftrag für dich. Gemüse in Goldqualität, 25 Stück. Wir brauchen schnelles Gemüse, wovon wir 25 Stück in 12 Tagen kriegen können. Schaffst du das? Jetzt noch 12 Tage? Ja. Das ist doch mal eine Herausforderung, oder? Ja. Kommen wir mal. Die klingt begeistert. Ja. Ja. Es geht auf jeden Fall. Und ist das Gewächshaus erstmal ein bisschen belegt. Das ist natürlich schade. Gibt es noch irgendwas, was ich ernten kann? Der. Nee, im Moment gibt es nichts zu ernten. Aber durch das Gewächshaus vielleicht bald wieder. So, ich habe jetzt schon mal 4 Obstbäume im Gewächshaus gepflanzt. Die anderen muss ich noch kaufen. Ja, also wenn das noch was wird mit dem Gemüse, Timo, dann wäre mega cool. Gemüse muss es sein? Gemüse in Goldsternqualität. Ja, okay. Ja, wir können einfach Kürbisse machen. Haben wir noch irgendwo Kohle? Aber sind die schnell genug fertig? Wie viele Tage haben wir? 12? 12 Tage. Sind die nicht fertig. Also am besten wäre ja was schnell geht, ne? Ja, ich weiß gerade nicht, was Pierre anbietet. Der hat auch leider geschlossen. So, haben wir nur Kürbissaat gerade? Auf dem Nachtmarkt gibt es Saat. Kann man aber auch Saat kaufen. Wir haben alles Mögliche hier. Wir haben zumindest alles. Ja, eigentlich geht das. Man kann einfach... Ich habe noch eine Solar-Essenz gefunden jetzt. Entschuldigung, Efi, was hast du gemacht? Bist du denn gerade? Ebene 55. Okay. Haben wir noch Fischköder? Jeder sucht irgendwas. Efi, du meintest, man kann auch vielleicht Saat kaufen. Ja, auf dem Nachtmarkt. Cool, dann gehe ich da gleich mal hin. Ich gehe da jetzt auch hin. Achso, ich tue Konrad noch ein bisschen Müll in die Kisten hier. Falls er da Lust hat, sich drum zu kümmern. Das ist Müll, das ist Müll, 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 Müll. So. Anno, hattest du vorhin nach Kohle gefragt? Ja. In der Holzkiste ist ganz viel Kohle. Aha, in der Holzkiste habt ihr die versteckt. Ah, wir sind aber auch Banausen, nicht wahr? Danke, Efi. Wie geht's denn Sebastian? Super. Ja, ist glücklich. Okay.
Wo gibt's denn die Saat ungefähr? Weißt du das, Efi? Wen muss ich fragen? Ich war da gestern, warte mal, ich finde das. Der fahrende Händler hatte, glaube ich, Saat. Und darunter. Wo war das denn? Hier in diesem. Hier. War das hier? Nee. Dann war das das Schiff. War das das? Ja, ja, hier gibt's, glaube ich, Saat. Ja, genau. Findest du. Saat gibt's denn hier? Nicht überteuert, ne? Nee, doch nicht. Will noch jemand angeln gehen auf dem Nachtmarkt? Ich würde das gerne mal machen, weil ich das noch nicht gemacht habe. Alles gut. Das aus Svens Mund. Ich bin nur wegen des Gratis-Cafés hier. Der ist gratis, der Kaffee? Das ist eine der neuen Traditionen in Pelikan. Wir haben uns zu schnell daran gewöhnt. Findest du nicht, George? Ja, ich möchte auch einen Gratis-Kaffee. Boah. Kann man da noch einen kriegen? Aber wo ist denn jetzt hier Solar-Essenz? In meinem Inventar. Falls sonst nichts funktioniert, werde ich einfach U-Boot-Kapitän. Das wäre cool. Jo, ich fahre jetzt mal runter. So, Typ. Das ist ja der Monopoly-Mann, der einen da runterfährt. Ahoi, willst du auf eine Tiefsee-Angeltour gehen? Sie kostet... Oh, 1000 Gold. Ja gut, dann muss ich halt irgendwie was Gutes angeln, ne? Ja, bring mal einen Blobfisch mit. Blobfisch, ne? Habe ich Angel Level 1 wahrscheinlich, oder was? Nee. Fischen, naja. Es ist nicht auf Level 1, aber es ist doch durchaus mein niedrigster Skill. Oh yeah, jetzt zeige ich euch, wie man Blobfische angelt. Vielleicht. Ja, da beißt was an. Oh, Seetang! Nice! Hey, da hinten ist ein Aal und so ein Tintenfisch. Oh, nochmal Seetang! Oh, Johann. Hm? Alles gut. Ich bin gleich wieder da. Ich mach mal ein paar Iridium-Wachen. Ja. Kann ich einen aus der Truhe nehmen, Johann? Klar! Ich hab das Erz in die Mine gebracht, das Iridium-Erz. Danke dir, Mann. So, ich wollte eigentlich schon Barren machen, aber ich hatte keine Kohle dabei. Alles gut, jetzt ist ja die Kohle da. So. Oh, Alter, ist das schwer auf diesem Level hier zu fischen. Oh Gott. Jetzt komm endlich raus aus dem Wasser, du Fisch. Oh nein. Captain, wir verlieren ihn. Das war sauknapp. Oh, wir hatten ihn schon fast. Ah, ich sehe schon, wer heute ohnmächtig wird. Ich auch. Aber vielleicht, mit ein bisschen Glück, bringe ich einen Fisch mit. Wahrscheinlich aber nicht. No. Also bis zum nächsten Nachtmarkt musst du aber definitiv angeln skillen. Ich skill gerade heftig angeln. Oh Gott. Das ist ja spannender als die Fußball-WM. Na, das ist ja auch kein Kunststück. Oh. No! Ich hab die letzte Solar. Oh, es ist schon 20 vor 1. Ups. Es ist was? 20 vor 1? Oh Gott, ich hab einmal geangelt und muss schon wieder raus hier. Jo, bring mich mal nach oben. Jo, alles klar, ich hab keinen einzigen Fisch gefischt. Aber es war eine knappe Angelegenheit. Angelegenheit. So, muss ich jetzt noch. Los, tauch auf. Huch, Mini-Obelisk. Schnell, 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 schnell. Da ist Willi. Hallo, Willi. Ach, du schönes Ding. Nein. Oh, der Schleim hat mich beinahe verlangsamt. Schnell zu Timo ins Bett. Darf ich mit ins Bett, Timo? Danke! Ich bin nicht ohnmächtig geworden. Wow. Er hat schon das Licht ausgemacht. Ich bin levelt. Oh Mann. Oh. Ja, sorry Sven, hat nicht geklappt. War zu schwer. Wird gelevelt.
wieder ein Harz in der Frost. Gratis Kaffee und den kann man für 255 Gold verkaufen. Unglaublich. So, morgen hat Pierre geöffnet. Und dann kaufen wir Stuff ein. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.